Noke aber hatte ein Problem. Um seinen Sitz im Bundestag über einen vorderen Listenplatz der Berliner Union sichern zu können, brauchte auch er einen eigenen Wahlkreis, einen anderen eben. Noke entschied sich für Berlin-Pankow und da ging das Personalroulette weiter. Denn in Berlin-Pankow gab es schon einen Bewerber, Markus Roscher. Vor 2,5 Jahren war der gebürtige Westfale von der FDP zur Union übergewechselt und hatte nun auf einen großen Sprung in der Partei gehofft. Dass er jetzt mit Noke einen so prominenten Gegenkandidaten vor die Nase gesetzt bekam, schmeckte ihm gar nicht. Entsprechend schlecht war er auf Diebken zu sprechen. Ich bin etwas traurig und verwundert darüber, dass Politiker, die letztendlich ihre Zeit hatten, noch mal mit Zwang versuchen, im Bundestag sich weitere 4 Jahre zu verschaffen und somit die von mir eben angesprochene Generationenwende sehr, sehr schwer machen. Wut auf die Parteiführung. Der Kreisverband Pankow als zweite Wahl, das schmerzt. Trotzdem, für Noke gab es jetzt ein umgekehrtes Rollenspiel. Diesmal wusste er um seine Mehrheit. Noch einmal stellten sich beide vor. Dann aber, kurz vor der Wahl, warf Roscher das Handtuch und schimpfte. Es kann nicht sein, dass an dieser Stelle ausgerechnet in Pankow der wahrscheinlich letzte Kandidat, der für viele Menschen im Osten noch so etwas wie eine Symbolfigur ist, dass ausgerechnet dieser Kandidat mir über den Weg geschickt wird. Vielen Dank, lieber Herr Diebken, kann ich nur sagen zu diesem Thema. Und das werde ich über Herrn Diebken nie vergessen. Der Kreisverband Pankow war düpiert. Und so mühte sich Noke, die Wunden der Parteiseele zu lecken. Dass ich das Verfahren, was Ewald Diebken und auch Peter Kittelmann dort geleistet haben, im Mittel nicht in Ordnung fand, das hatte ich schon gesagt. Dass wir uns jetzt gemeinsam gut aufstellen, ist besonders wichtig. Und, nicht in Ordnung gefunden und doch mitgemacht. Er hätte auch gegen Diebken in Mitte antreten können. Damit aber hätte Noke die Gunst Diebkens und wichtiger Leute in der Union verspielt. Warum das riskieren, wo auch Noke weiß, ein unschöner Sieg ist immer noch besser als eine glorreiche Niederlage. Nun, die Wahl, die folgte, war ein Heimspiel. Nur noch einen Kandidaten zur Auswahl wollte man im Kreisverband wenigstens für eines sorgen. Dem eigenen Mann mit vielen Stimmen Rückendeckung geben für gute Plätze auf der Landesliste. Denn auch in Pankow hat ein Unionskandidat bei der Bundestagswahl keine reelle Chance auf einen Sieg. Auch Pankow also nur ein Sprungbrett. Noke bekam 27 von 29 Stimmen, das wird reichen. Platz 2 auf der Landesliste scheint ihm sicher, hinter Platz 1 den beansprucht Diebken. Noke reiht sich ein, ein Arrangement. Jetzt, ach ja, muss die Landesliste nur noch gewählt werden. Wer aber in der Union wird ein solches Arrangement schon stören wollen? Am Wochenende beginnen in